Einen wundervollen Abend wünsche ich. Willkommen zu Prince Beach Showtime heute. Hey Nevek, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Ich bin so schlau, ich habe vergessen, das Spiel überhaupt mal auszupacken und einzulegen. Deswegen werde ich wahrscheinlich auch gleich noch kurz irgendwie ein Update runterladen müssen, aber das geht ja flott. Das Funkeltheater. Hier werden Träume, Geheimnisse und Abenteuer lebendig. Wir haben eine Ankündigung für alle Besucher des Theaters. Es wird Zeit. Für eine fesselnde Vorstellung der Extraklasse mit mir. Ich hasse es, wenn die Texte automatisch wegmachen und zwar so schnell, dass du nicht mit dem Lesen hinterherkommst. Zumindest nicht mit dem Vorlesen. Jetzt kann man zurückschlagen. Diese Quests haben sie schon cool gemacht. Wächterin Peach. Ich werde dich nicht durchlassen. Meins Fechten ist bei ihr jetzt auch nur Button-Mashing, aber... Ja. Nice. Ich habe ein Ding übersehen. Ah, ich komme nicht mehr zurück. Egal. Da ist der König. Die Schloss gehört jetzt uns. Niemand. Gut, drehen ihre Mauer weg. Dadurch komme ich überhaupt erst dran. Ich hab hier das Sagen. An mir kommst du nicht vorbei. Kann man sich sehr gut wieder hochheilen, ne? Sehr schön. Aber bis auf einen Funkelstein, da habe ich alle. Rate dir Zorn zu werden. Ich will aber da hochkommen. Geht doch. Hey Tomsi, wie geht's dir? Hallo Freunde!
Sei wachsam, dort lauern viele Feinde. Okay. Mach das, Sammy. Nein, nein. Ah, ich depp. Da komme ich wahrscheinlich auch nicht mehr dran, ne? Zwei Stück habe ich schon nicht mehr. Mist. Dann viel Erfolg dabei. Und tschüss. Nun gut. Begleichen wir einfach mal die Rechnung. Ja, geht doch. Auf einmal. Voll um. Wer da? Wie kommt ihr rein? Durch die Tür? Wir schreiben Theaterstücke mit Frau Krabbe. Schreibe sie neu. Ihr da, wollt ihr uns aufhalten? Dann ich bestrafe euch. Mit Frau Krabbes finsterer Dunkelkraft. Disco-Schnabel. Ah, okay. Ich verstehe. Du musst warten, bis er zurückkommt? Okay. Ah, ich muss ganz halt wieseln. Gut zu wissen.
Upsi. Jetzt geht's ab hier. Easy. So. Wächst dich wieder auf den Kopf. Ich finde das auf dem Kopf nämlich echt eklig. So einfach nur vom Gucken her. Mist. Vielleicht zu früh gesprungen. Ja. Bäm, Junge! Weg mit dir! So, wenn das nicht die kleinen Mäuschen sind, die ganze Zeit durch mein Theater huschen. Also, was haltet ihr von meinen Werken? Gefällt euch meine höchst fesselnde Vorstellung? Hebt euch die Antwort für später auf. Ein kleines Vöglein verriet mir, dass ihr beide hier für das Unfrieden gesorgt habt. Ihr habt sogar gewagt, ein Funkeli zu befreien, die ich unter größten Mühen eingesperrt hatte. Eure Anstrengungen sind entzückend. Doch einen jämmerlichen Funkeli zu befreien, ändert noch gar nichts. Viper, bitte unterhalte unseren ungebetenen Gäste, ja? Ich würde gern sehen, ob sie ein Fünkchen Talent haben. Und Joe's Maske. Masken sind hier sehr präsent auf jeden Fall, Rahel. Suchscheinwerfer. Oh. Ich vergesse, dass ich nicht drauf springen kann.
Upsi. Okay, besser nicht davon treffen lassen. Irgendwie erinnert mich das so ein bisschen an Ori. Oder vor Kuro da. Fließt. Sehr gut. Wow. Ich habe jetzt gerade nicht damit gerechnet, dass es von oben kommt. Verdammt! Na, geht doch. Es hatte mir nur so ein kleines Stück am Ende gefehlt. Ah!
Ja, jetzt haben wir sie auch komplett. Nice. Lass uns jetzt frei, wie du es versprochen hast. Halt, viel zu schnell, so schmeckt das nicht. Das gilt nicht, ich gebe mich nicht geschlagen. Na gut, wenn es so ist, dann bleibt uns nur noch eins zu tun. Probier doch mal einen unserer besten Kekse. Ha, eure Kekse. Oh, welch Aroma. Yay, alle fünf. Muss Feature in dem Kostüm aufs Klo? Ja. Deswegen wackelt die immer so hin und her. Oh. Ein Kätzchen. Vielleicht, Rahel? Nein. Ihr seid also Peach und Stella. In Frau Kalbs famoser Vorstellung seid ihr nur Statisten. Versucht es ruhig. Aber ihr könnt niemals gewinnen. Oder glaubt ihr etwa wirklich, ihr könntet mich besiegen? Mich, die Wächterin dieser Tür. Ich werde euch diese Überheblichkeit von euren frechen Gesichtern wischen. Lichtspiel-Tazi. Okay. Weiß ich, wie ich mit der Bombe interagieren muss? Okay, ich habe eine Idee. Ja, sehr gut. Erster Hit. Wow. Okay, die kann ich direkt schon weghauen. Upsi. Das wollte ich eigentlich. Funkekraft! Boom!
Okay. Sehr gut. Hit Nummer 3, würde ich sagen. Boom, Baby. Also die Bosse sind echt schön gemacht, finde ich. Kung Fu Fighting. Da, oh, da bist du ja. Nun gut, streng dich ruhig an. Ist alles immer so eine Timing-Sache. Nicht schlecht, jetzt nimm das. Und hau weg die Scheiße. Peach, Peach, Peach und auch du, Stella. Wie könnt ihr es wagen, meine wundervolle Vorführung zu stören? Ich habe euch wohl unterschätzt. Vielleicht sollte ich euch gar als Rivalin bezeichnen. Wie amüsant. Vielleicht betrübt es euch, das zu hören. Doch mein Plan zur Ausführung der ultimativen Tragödie wird bereits umgesetzt. Aber euch fällt leider jetzt schon der Vorhang. Lumi, sei so gut und spiele etwas mit diesen kleinen Mäuslein, ja? Lumi-Löwe. Muss halt mal gucken, was ich hier überhaupt machen kann. Kann ich die Angriffe zurückwerfen oder so? Ja! That's it. Mach das düster. Wünsche eine angenehme Schicht. Das Spiel hat wohl was gegen Katzen. Quatsch. Wir haben ja auch schon eine Schlange vermöbelt und so. Oh.
Jetzt kommt wieder der Laser. Oh wow. Doppellaser? Nee, kein Laser. Also. Jetzt kommt der Laser. Nee? Doch. Okay. Den Rauchenden. Schade. Und tschüss. Bye bye, Kätzchen. Hier das wahre Finale. Da war noch einer. Mist. Was? Wie? Und jetzt macht ihn fertig. Einmal drumherum. Schön im Kreis. Und let's go. Alles dreht sich. Dann haben sie gerade stillgehalten.
Easy. Eins fehlt euch noch, die Funkeli-Seelen, in denen unsere Liebe für dieses Theater erstrahlt. Wir vertrauen dieses Licht euch an. Game hat euch ja bisher am meisten gefesselt. Junge, heute willst du es wissen, Lumia. Jetzt macht sie hier einen auf Elsa hier, oder was? Strahlende Peach. Jetzt begleitet uns die Kraft sämtlicher Funkelis. Dann ist es nun an der Zeit, Peach. Ja, bei mir gameplay-technisch Ocarina of Time, Mario 64, Odyssey, aber so wirklich story-technisch. Ich überlege gerade, was mich da so richtig gefesselt hat. Willkommen auf meiner wundervollen Bühne. Ich habe auf dich gewartet, Peach. Dein fulminantes Strahlen hat Hoffnung geschürt und Erwartung geweckt. Tiefer die Verzweiflung, wenn ich sie zerschmettere. In der allererlesesten Tragödie. Diesen Moment habe ich erwartet. Damit mein Meisterwerk vollendet wird, benötige ich jemanden wie dich. Für die Rolle der Gegenspielerin. Also komm, lass die Tragödie beginnen. Hey Mappa, wie geht's dir? Okay, ich darf nicht auf die Dinger da hauen. Da kommt was. Autsch. Das schon. Der Treffer war okay. Ich mache mir noch mal kurz Gedanken dazu nach dem Kampf.
Nein! Ich kann nicht mehr weg. Ups. Ah, ich kriege halt auch Schaden, wenn ich seitwärts reinfall. Wow, der Zug goes crazy hier. Hey Tobi. Und jetzt auch ein Kamehameha hinterher, komm. Let's go. Das ist hier Frozen, das habe ich eben schon gemeint. Du machst einen auf Elsa. Wir haben es geschafft. Vielen, vielen Dank, Peach. Die Texte schnell. Das Theater ist gerettet. Lass uns zu den anderen zurückkehren. Ja, nehmt doch diese blöde Maske mit. Zu früh, viel zu früh. Hier endet es noch nicht. Sind wir noch nicht beim Großfinale. Peach, meine Dunkelkraft ist dazu bestimmt, deine Plätze. Und die Tragödie wird sich genau hier auf dieser Bühne abspielen. Ich hasse es, wenn sie die Texte zu schnell skippen. Warum soll man etwas Logisches machen, ja. Am besten ist, wenn Story tatsächlich textlos auch erzählt wird. Das finde ich auch richtig cool, aber... ja. Generell ein bisschen Text und so ist ja ganz okay. Und dann kann man auch hier so ein bisschen interacten bei und so. Unser Theater, es liegt in Trümmern. Wenn niemand Crape auffällt, wird die gesamte Insel zerstört. Das wäre das Ende ein für alle Mal. Ja, nicht unbedingt. Also zum Stream ist so Full Synchro wie bei God of War zum Beispiel, bei Ragnarök oder im 2018er God of War gar nicht so dolle. Weil du fühlst dich hier die ganze Zeit, als würdest du halt einfach nur dumm rumsitzen, weil die Charaktere die ganze Zeit labern und du kannst dich die ganze Zeit reinreden. Old Man's Journey ist mega, mega geil. Ja, das fand ich richtig gut, das Spiel. Auf geht's, Peach. Jetzt kommt unser Finale. Also ich sage, muss ich diese Bälle zurückschlagen oder auf die Maske pfeffern? Scheint ihr ja irgendwie so Schaden zu machen oder so. Auch nur, wenn ich die Maske treffe, ne?
Ja, sehr gut. Das machst du im Mario-Style. Nummer 2, komm. Sind es hier wieder 3 Hits? Also 3. Dreimal, wo man sie zurückschlagen muss. Ich habe bis jetzt nicht einen Hit bekommen, ne? In der Phase. Yo, Bullet Hell! Oh, ne. Das hat nicht getroffen gerade, das hat mich gewundert. Bam! Weg ist die Maske. Ah, ich muss drücken. Ich dachte, es wäre einfach eine Cutscene gerade. Boom, Baby! Yes, fuck dir. Yeah. Los, Peach, bau alles wieder auf. Mrs. Peach, I don't feel so good. Seit wann ist Peach verheiratet, Wolf? Super Peach Baker. Ich muss sagen, das Spiel hat mir ganz gut gefallen, aber es catcht mich jetzt gar nicht mal so auf die 100% zu gehen, Bock. Und Avengers anspielen.